Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück bei DLC Quest, dem kleinen Spielchen aus dem Hause Gaming. Okay, darf ich es vergessen? Auf jeden Fall irgendwas mit Gaming Loud Studios. Und ja, letztes Mal haben wir das hier durchgespielt, die erste Version. Und zwar, was passiert, wenn ein DLC zu weit geht. Und jetzt spielen wir mal die Live Freemium or Die Kampagne, sag ich mal. Und ja, a new evil rises, the epic conclusion to the duology, oder, ja doch, ja gut. Dann spielen wir das einfach mal und start a new game. Welcome to DLC Quest, Life Freemium or Die. Thank you for purchasing the Game of the Year Edition. You have been granted early access to the following abilities. Moving and jumping, audio, animation, posing, have fun. Well, isn't that nice? Ja, also wirklich, das ist unglaublich geil. Entschuldigung. Und ich glaube, ist das jetzt die Fortsetzung von dem ersten Teil da? Ich glaube schon. Aber, huch. Mister, you have to help us. What's the premise? I mean, what's the premise? Achso. Ja, was ist das Problem? Something has been attacking. Irgendwas hat die Dorfbewohner in der Nacht angegriffen. Los, komm, folge mir. Lass uns das tun. Moment, warte, langsamer. Nein! Ja, wie viele müssen sterben, um mir die Mechaniken des Spiels beizubringen? Ja. Gute Frage. Und hier unten ist nichts. So. Ja, Moment mal, wir können ja nicht sterben. Aber ich will es auch nicht ausprobieren, da jetzt reinzugehen. Von daher. So. Keine Geheimgänge. Und, oh, das war schon tief. So, was haben wir denn hier unten? Oh, ein DLC-Pack! Particles-Pack. Oh mein Gott, was das wohl sein wird? Partikel. Schätze ich mal. So, hier lies Shepherd. 1942, 2030. Keeper of Sheep, Defender of the Flock. First to go missing at the hands of the creatures. Ich kann erklären, warum der da liegt. Villager John. Killed by the creature. Real talk? Villager Ryan? Tried to fight. Achso, das sind die Typen, die gestern. Ah, das meinte dieser eine Typ, der ja gerade in diese spitzen Dinger da reingesprungen ist. Okay. Scheint also, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Well, you get the idea. A lot of the villagers have been killed recently. Ja, genau. Also viele der Dorfbewohner wurden aktuell, also neulich erst getötet. So. Oh, oh. Was? Village Zone. Day One Patch Pack. Was? Oh mein, nein, noch einer Checkpoint DLC. Oh mein Gott, was geht hier ab? Werden jetzt bombardiert mit DLCs. Nur jetzt brauchen wir so einen Shopkeep mal wieder. Denn sonst bringt uns das ja nichts. Oh, da ist er ja. Hi, Player. Da ist ja der Nickel. Here to save the day again? Well, you know the drill by some DLC. So, ach, das ist ja ganz günstig. Da können wir uns ja gleich alles holen. Particles pack. We took our particles, but particles make everything better. Purchase this pack. Okay. Dann improve loading times with some optimizations we didn't think were important. Genau. Also, hier, ein paar Optimierungen, damit das Spiel besser lädt. Wir dachten nicht, dass das nötig sei. Beim Release des Spiels. Und noch ein Checkpoint. So. Ich schätze mal, wir wissen, was man mit einem Checkpoint machen kann. So, ja gut, doch frage ich mich, wofür wir das brauchen, denn, meine, wenn man ja nicht sterben kann, wir haben ja keine Lebensanzeige oder so. Aber wir werden sehen. So, Münzen,
Und wer bist du? Lamp, it's dangerous to go alone. Take what? You didn't give me anything. Oh, I was just telling a joke. I'm Lamp, the town comedian. Ah, okay. Das war kein Scherz. Du wiederholst nur Sachen, die du gehört hast und erzählst sie als Witz. It gets a laugh like a third of the time. Okay. So, huch. Nein, oh. Das ist echt so, irgendwie, wenn man einmal runterfällt, beziehungsweise ich einmal runterfalle, dann falle ich gleich irgendwie 3 Millionen Blöcke runter. So. Was ist denn hier so Schönes? Hier warst du. Hier haben wir nochmal Münzen. Dann das mal hier drauf. Und sprechen wir mal... Ey, den kennen wir doch irgendwo, ja. Hey, I'm the eldest of this village. Good. I was looking for the one in charge. I'm not in charge. But you are the village elder. Elder. That's how it always works. Ich bin unglaublich senil. Die lassen mich nicht mal meine eigenen Schuhe binden. Oh. U-I-U-A. Wie komme ich hier hin? Okay, das reicht. Ich gehe. Okay, ich glaube, der wird uns nicht viel weiterhelfen. Oh, wer ist das denn? Bürgermeister? Genau. I'm the middle-aged man of the village. I have experience, yet I'm still capable. So, I'm the one in charge, okay? Ja, das macht sehr viel Sinn. Kannst du mir sagen, was hier vor sich geht? Ich hörte, dein Dorf ist in Gefahr. Ja. Nein. Ich meine, ja, das Dorf ist in Gefahr, but nein. But no. Aber nein, ich kann es dir nicht sagen. Warum nicht? Retrieve, keine Ahnung, was das bedeutet, aber wir müssen irgendwas tun, bevor er uns das erzählt. Was? Dein Dorf ist in Gefahr. Warum? Ja, keine Ahnung. Okay. Oh ne, ich glaube, wir müssen irgendwie den. Wir sollen ihn in einem. Okay, nein. Das müsste alles mal so egal. Ich glaube, wir müssen ein DLC-Pack finden, damit er uns das erzählt. Das wäre vielleicht. Das wäre meine Konklusion aus der Geschichte. So, hier haben wir nochmal ein paar Münzen. So. Wer bist du denn? Cliff. Erinnert mich an Biff. Biff, Cliff und Riff. Aus Zurück in die Zukunft. Hi, I'm the town historian. I take the census. Job's gotten a bit easier with all the mysterious murders. Ja. Hell, Silverline, right? By the way, did you know 75% of the town people are from the UK? Townspeople? No. Wow. Ja, das ist wirklich ein merkwürdiger Punkt, den du da ansprichst. Es geht um Steuern, also der Grund sind die Steuern. Wow. Na gut, das habe ich jetzt nicht ganz so verstanden, weil ich auch nicht gerade so gut... Das Problem ist echt, wenn ich hier das Mikrofon habe, dann kann ich, sehe ich irgendwie die Hälfte nicht. Boah. Was war das jetzt? Ach ja, stimmt. Das war der Checkpoint. So, und jetzt frage ich mich, wie wir da durchkommen. Können wir uns hier irgendwas kaufen? Nein, kein DLC verfügbar. Aber irgendwo muss es ja weitergehen. Und ich glaube, hier waren wir noch. Doch, hier waren wir schon. Und das ist echt ein komisches Dorf, wo alles in der Luft schwebt. Also. Muss man nicht verstehen unbedingt. So, hier war nichts. Und. Hier auch nicht. Okay, doch, schon, aber nichts Besonderes. Entschuldigung. So, wie wir an diese Münzen rankommen, ist eine gute Frage.
Oh, wer bist du denn? Eduardo. Sorry about getting in your way earlier, just doing my job. Okay. Und hier sind wieder versperrte Zugänge, aber hier ist diese Höhle. Ja, das ist ja schon mal ein guter Punkt. Geheimgang. Und das DLC-Pack. Incredibly important pack. Gut, das müssen wir uns jetzt kaufen. Wir haben es ja jetzt erstmal freigeschaltet, dann kaufen wir uns was. Das und dann können wir wahrscheinlich mit dem Bürgermeister reden. Hier ist er ja. Hi, Player. So. Was war denn das hier? Ja, okay, es war so klar. Wow, was geht ab? Okay. Ja. Und die Münzen bekommen wir immer noch nicht. Schade, dass man hier nicht mehr doppelt springen kann. Also das Doppelspring-Feature, das war schon geil. So, ich glaube... Ja doch, das war hier. Und dann wieder hier hoch. So. Ah, yes, much better. Now I can warn you about incredible danger. Warte. Was war das mit dem important Paket überhaupt? Also was... So. Also, es geht um die Farben, also den Text, den er spricht. Wie sollte er denn sowas beschreiben, ohne die Farben, die nötig sind dazu, um das zu unterstreichen? Keine Worte. Ja, dann fang mal an. Das ist eine gefährliche Kreatur im Osten des Dorfes. Okay, es hat viele Dorfbewohner mitgenommen, was auch erklärt, warum hier so wenige von uns sind. Ich habe keine Ahnung, wie es die Klippen dort bewältigt. Du musst einen Weg finden. Nimm dieses Schwert, es wird dir auch helfen, die... Wines, oder? Also, ach, das ist aus, das kenne ich aus Minecraft, aber das Deutsche habe ich vergessen, egal. Ihr wisst, was es ist. Okay. Hopefully you can find some man clues down here. Ja, Schwert! Everyone gets this one. Es reimt sich schon wieder. Gut, nein, ich wollte nicht mit dir reden. Nein, 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 so. Jetzt können wir zumindest... Kann ich hier eigentlich... Nein, ich kann immer noch nicht da drauf. Jetzt können wir zumindest hier diese... Moment mal, es ist ja im Osten der Stadt, aber ich gehe jetzt erstmal in den Westen. Ne, Moment mal, das ist ja der Osten, scheiße. Ne, warte mal. Ich gehe erstmal in den Osten, in den Westen. Oh, jetzt will ich jetzt verwirrt. Wir gehen erstmal in den Westen. So. Denn hier im Westen war doch... auch so ein Dings gewesen beim Checkpoint. Und deswegen können wir erstmal ja vielleicht mal hier gucken. Und vielleicht haben wir ja irgendwelche nützlichen Sachen. Cave Zone. Jump against the wall. Oh, wall jump pack. Then jump again. If you have the... Ja, okay. Gut, da kommen wir erstmal nicht durch. Oh oh. Ich hoffe mal, wir kommen hier raus, ohne dass wir dieses DLC-Pack haben. Denn wir haben es ja nicht. Oh. Hä? Warum? Ich bin unfähig, kann das sein? So. Ach, jetzt sind wir wieder zurück. Moment mal, das. Ich glaube, ich habe einen großen Fehler gemacht. Ohne das DLC-Pack. Haben wir die Münzen? Ich glaube schon. Ich glaube, wir kommen ja nie wieder raus. Kann das sein? Oh.
Ich glaube, wir kommen hier doch nicht mehr raus. Das ist jetzt kontraproduktiv. Ich glaube, das war ein Fehler, hier einfach reinzuspringen. Aber damit müssen wir halt jetzt leben. Aber vielleicht kommen wir auch irgendwo hier wieder raus. Weil ich glaube nicht, dass der sich auf Anhieb das gekauft hat. Also von daher kommen wir bestimmt irgendwo raus. Oh. Ja, das hätten die auch... Oh Mann. Okay, das Spiel rollt mich. Also... ich glaube, ich mache hier mal Schluss. Das mit dem Husten geht irgendwie nicht. Und ja. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Und ja, ciao.